Eines Tages wollte ich das Elend von uns Vertriebenen nicht mehr hinnehmen. Wir sind der Spielball derer, die um Geld und Boden kämpfen. Angetrieben von nationalen und internationalen Wirtschaftsinteressen. Die meisten von uns waren Kleinbauern oder lebten in ländlichen Gemeinden. Mord, Vergewaltigung, Folter und Zwangsrekrutierungen zwangen uns, aus unserem Zuhause zu flüchten. Trotz alledem konnte ich meiner Tochter Elena ein Studium ermöglichen. Sie ist mein großes Glück. In Turbo habe ich mich mit anderen Frauen zusammengetan und die Vereinigung der Frauen für den Frieden, Asomupas, gegründet. Wir wollten dem Elend ein Ende bereiten. Die Organisation ist für mich wie eine Familie. Wir unterstützen Unternehmerinnen und Produzentinnen, damit sie selber für ihre Bedürfnisse sorgen können. Wir verkaufen günstige und ausgewogene Mahlzeiten, bieten Ausbildung an und vergeben Kleinkredite. Habt ihr schon mal Arepas gegessen? Ich bin bei Asomupas verantwortlich für die Herstellung und den Verkauf dieser Maisfladen. Den Mais kaufen wir direkt von lokalen Bauern, auch wenn er ein bisschen teurer ist als der importierte. Asomupas ermöglicht uns, unsere Familien zu ernähren, unsere Häuser zu sanieren und unseren Kindern eine Ausbildung zu finanzieren. Wir fällen unsere Entscheide demokratisch. Uns ist es wichtig, die Männer in unsere Projekte einzubeziehen. Selbstbestimmung ist für uns der beste Weg hin zum Frieden.